Boah, geflanschte Keule. Ich weiß, ich komme ja gar nicht mehr zurück zum Aufmotzen. Das muss sie sein. Ist ein anderer Magier bei ihr? Sieht so aus. Vielleicht unser Glückstag. Passiert nicht oft. Ich öffne. Ob das ein Glückstag ist, wenn da noch ein anderer Magier ist? Ach nee, da liegt noch einer bei. Mist, ich verstehe nicht. Hab das Schloss geknackt, aber es öffnet nicht. Irgendwas klemmt. Komm, Arkeil. Arkels! Arkels! Aber was haben die mit ihr gemacht? Sie zerbrochen. Ihr Bewusstsein ist vergraben. Toll. Wie graben wir es wieder aus? Magier, ihr müsst sie in ein Kloster bringen. Dort kann man ihr helfen. Aber sie wird die Reise nicht überleben. Wirklich toll. Wir haben die halbe Inquisition erledigt, um sie zu retten. Wir lassen sie nicht hier. Arkens, ich konnte nicht... Ich gebe dich in bessere Obhut. Ihr Körper wird überleben. Aber um ihre Seele zu befreien, braucht sie Magier. Ihr Schicksal liegt in eurer Hand. Achtet auf sie, bitte. Dir geht's auch nicht gut, oder? Hey! Mist. Toll, jetzt der Auto tot. Zwei wären besser gewesen. Hey, er ist tot. Sie bekommt Farbe. Sie bekommt Farbe. Gehört, was ich sagte? Er ist gestorben. Ja, ist ja schön. Er hat sie gerettet. Nun liegt es an uns. Wir gehen. Ja, wir gehen, genau. Okay, hoffe, dass deine Freunde erfolgreich sind. Das hoffe ich auch. Weißt du, er ist hier unten. Komm, Arkeld, schlepp die jetzt da raus. Ja, Ladebildschirm. Wähle deine Ziele sorgfältig. Lanzenträger sind trainiert, auf großen Gegner bla 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 zu machen. Wer kommt da jetzt? Oh, das bin aber nicht ich. Wer ist das? Ach so, Adek. Ihr habt sie. Gut gemacht. All das hat einen Sinn. Ihr solltet jetzt gehen. Geht zum Versteck zurück und nehmt den Durchgang. Und mein Vater? Lebt er noch? Er stand in der ersten Reihe mit den anderen. Ich werde ihn holen. Bist du verrückt? Du würdest alles zunichte machen. Wir gehen direkt zum Durchgang. Sei lieber still, Rakash. Verdammt, was hast du erwartet, wenn wir zurückkommen? Dass wir den halben Turm niedermetzeln und dann mit den anderen in den Sonnenuntergang gehen? Schon? Wir müssen gehen, Ark. Wir haben keine Wahl. Ja, okay, hast ja recht, Stix. Du musst weitergehen und nicht zurückschauen. Ehre uns. Dein Vater hätte es so gewollt. So sei es. Leb wohl, Bruder. Viel Glück. Viel Glück uns allen. Ja, viel Glück uns allen. Guck mal, der hat meine alte... Und wir haben es zwar geschafft, aber zu welchem Preis wird sich zeigen? Die Rebellen verteidigten sich gut, aber sie waren von Beginn an den Tod geweiht. Sie waren nur da, um für uns eine Ablenkung zu schaffen, als wir das Mädchen holten. Die Imperialen werden den Turm schnell zurückerobern und die Vergeltung wird legendär sein. Ein wahres Massaker. Wir mussten uns um den Zustand unserer frisch befreiten Meereskönigin kümmern. Arkens wird nicht viel bringen, wenn uns die anderen Magier nicht helfen. Bevor sie den Löffel abgibt, mussten wir sie zu einem ihrer Kloster bringen. Natürlich dauerte das ein paar Tage und mein Hintern hat nie zuvor so gefroren. All das für ein Mädchen. Echtes Klischee, wenn man drüber nachdenkt. Aber Ark konnte nichts aufhalten. Er wusste, dass er viele Orks zum Sterben zurücklassen würde, seinen Vater eingeschlossen. Er war der Letzte, der den Auftrag ausführen konnte, den Imperator auf Eis zu legen.
Und nur Arkens konnte ihn dorthin bringen. Aha. Ja. Mal gucken, wo wir dann jetzt sind hier. Oh, das sieht echt kalt aus. Er hat immer nur so ein Leibchen an. Wir haben euch erwartet. Das sehe ich. Mein Name ist Zarante. Ich führe dieses Kloster. Ich spürte den Herzschlag der Großmagierin Arkens im Fluss, als sie sich diesem Ort näherte. Ihren Herzschlag? Gutes Gespür. Wir können ihn kaum ausmachen. Daher haben wir sie hergebracht. Ich lasse euch nun allein, Erzmagier. Ihr habt sicher viel zu tun. Wohin geht der Soldat? Stex, kümmere dich um ihn. Er wird schweigen. Er ist dein Freund. Ich denke, ihr müsst euch um sie mehr Sorgen machen. Ja, dann fangt doch jetzt auch an. Achtet auf Arkens. Ich bin gleich bei euch. Wie die auf ihm schwimmt, so das Model. Voll schlecht. Ja, und was machen wir jetzt hier? Vielleicht haben die ein paar geile Sachen. Gelegenheit. Aber gut, dass ihr sie hergebracht habt. Seid willkommen. Hier seid ihr sicher. Echt? Vielleicht war es wirklich ziemlich dumm von uns, hierher zu kommen. Ich weiß, was ihr denkt, aber er ist ein gerechter Mann. Er sorgt dafür, dass seine Soldaten ruhig bleiben. Gerecht? Er ist ein Offizier des Imperiums. Aber er ist ehrlich. Er fiel in Ungnade, weil er Befehle verweigerte, um Grünhäute zu schonen. Aha. Ach, sieh einer an. Und all seine Soldaten sind wie er? Denn, hey, wenn ich schon umgelegt werde, dann bitte von ehrlichen Leuten. Ernsthaft, Ark, ich fühle mich hier nicht gut. Er hat euch ohne Urteil willkommen geheißen. Und sie, die zum Tode verurteilt wurde, bringt unseren gesamten Orden in Gefahr durch die Inquisition. Der Gesang. Glaubt ihr wirklich, ich hätte euch vorgestellt, wenn ich ihm nicht vertrauen würde? Wir kennen dich noch niemals. Es sei denn, du willst uns auch anschwärzen. Die Großmagierin Arkens braucht Unterstützung. Unsere Hilfe und eure Kooperation. Ja, schön. Wir spürten ihr Leiden im Heiligtum. Ihr Geist ist weit entfernt. Habt ihr irgendwelche Mittel, um sie schnell auf die Beine zu bringen? Ihre physischen Wunden werden kein Problem darstellen. Es ist ihr Bewusstsein, das mir Sorgen macht. Wir sind nur ein wenig in Eile, daher frage ich. Natürlich. Folgt mir. Aha. Hört sich ja toll an. Komm, er sieht voll aus wie ein Zombie da im Dunkeln mit den leuchtenden Augen, ey. Komm, jetzt haut rein, heilt die doch mal eben. Sie ist in der Halle der Meditation. Ich muss ihren Geist erreichen. In ihrem Zustand wird das eine Weile dauern. Was heißt eine Weile? Mein Freund Erit kann euch in der Zwischenzeit mit seinem Wissen dienlich sein. Aha. Hä? Oh. Er formt Waffen mit seinem Geist? Ich habe davon gehört. Bin sehr gespannt, wie es funktioniert. Gebt mir eine eurer Waffen oder Rüstungen und ich werde es für euch demonstrieren. Okay. Ballast und Treibgut? Nee, die will ich nicht. Dann hier rituelle Hose. Die könnte ich eigentlich mal kaufen. Mach ich auch. Und für den Arkeil, was hat er hier so? Bestrafung, Schaden 8, Crit 3. Das sieht doch geil aus, das Ding, das kaufe ich. Und jetzt gucke ich erstmal, was ich vorhin überhaupt gekriegt habe. 7, da 8. Komm, verbessere mal. 13, Energie plus 5, kritischer Treffer plus 3. Okay, dann nehme ich das jetzt immer. Ich glaube nicht, dass das den übertreffen wird. Ja, den verbessere ich mal. 4 Schaden plus 3, das ist doch kacke, ey. Ne, verkaufen. Das verkaufe ich. Ja.
des Berserkers auch. Ja, da habe ich hier noch alles. Fang des Löwen, Schaden plus 8 lasse ich auch drin. Das sieht schon cooler aus, ne? Handschuh des Gladiatoren. Rückenschild des Berserkers. Ich verkaufe die mal und ziehe gleich was anderes an. Okay, heiliger Ritualgül. Der sieht aber hohl aus. Ich weiß nicht, ob es sich wirklich lohnt, den aufzurüsten noch hier, weil die ist geil. Die geflanschte Keule. Nee, dann nehme ich die Bestrafung. Okay, und beim Styx. Oh, problemlos. Ach nee, der ist schon abgegradet. Jacke des Assassinen. Komm, die gibt noch ein bisschen mehr, wenn ich die jetzt mache. 10 aus welchen 10? Okay. Nein, jetzt habe ich die verkauft, ich Idiot. Jetzt muss ich die zurückkaufen für 3? Bist du ein Arschloch, ey. Jacke des Assassinen, komm. Gib ordentlich was drauf. Schadensreaktion plus 14, das ist gut. Verkaufen, Tunika des Scarlets. Was haben die denn? 5 Stärke plus 2. 4 Intelligenz. Die könnte ich auch mal verbessern noch. Was geben die jetzt? 6 in plus 2, okay. Die habe ich jetzt an. 5 ausweichen 10. Dann grade ich die noch ab. Ja, okay. Die verkaufe ich. Die verkaufe ich. Blinder Stein, okay. So viel war ich trotz ihrer ja, so viel war ich euch schuldig. Es gab einen weiteren Magier im Heiligtum. Ich weiß. Sirene. Wir fühlten sein Licht erlöschen. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass sie leidet und wollte sie retten. Na toll. Alleine. Es war Wahnsinn. Aber er wusste, dass wir nicht zustimmen. Und auch, dass es alle in Gefahr gebracht hätte, wenn wir davon gewusst hätten. Ehrlich gesagt haben wir ihr nur geholfen, weil wir sie brauchen. Ich habe eine Mission zu erfüllen. Erfüllen? Ja, da bin ich sicher. Unser Orden muss neutral bleiben, aber ich wünsche dir viel Erfolg. Und sei es nur, um sie wiederzusehen. Sie wird zurückkommen. Ja. Ja. Erst muss sie aufschließen und wir müssen hier raus, bevor irgendein Mist passiert. Er in so einem Kartoffelsack. Das Gefühl bei der Sache. Dein Offizier. Sicher, dass du ihm vertrauen kannst? Wie gesagt, er ist ein Freund. Ich glaube ja nicht. Bedeutet nicht viel. Wir müssen die meistgesuchten Grün heute im ganzen Imperium sein. Dein Freund muss ziemlich unter Druck stehen. Für ihn und seine Männer ist das die Gelegenheit, ihre Ehre wiederherzustellen. Möglich, aber er steht zu seinem Wort. Ich würde ihm meine Schüler anvertrauen, sollte mir etwas passieren. Okay. Klar, einfach für eine Weißhaut wie dich. Für uns Grünhäute stehen die Dinge etwas anders. Ist das so? Dauert wohl etwas mit deinem Kumpel. Ich brauche ein paar Stunden. Vielleicht mehr, wenn meine Freundschaften Grund für Debatten sind. Was denkst du, Ark? Sollen wir einem Offizier des Imperiums vertrauen? Oder das Risiko nicht eingehen und ihn erledigen?